Ihr Honeymoon soll für Annie der schönste Urlaub ihres Lebens werden. Ihre pompöse Hochzeit liegt erst wenige Tage zurück, als es für sie und ihren frisch angetrauten Ehemann in die Flitterwochen nach Südafrika geht. Doch es wird die letzte Reise für die 28-Jährige werden. Der Honeymoon endet in einem Albtraum. Annie Deutscher wird am 12. März 1982 in Mariestad in Südschweden geboren. Ihre Eltern wurden in den 70er Jahren als indische Minderheit aus Uganda vertrieben. Seitdem leben sie in Schweden. Annie liebt es als Kind zu singen und zu tanzen. Sie steht gerne im Mittelpunkt und ist immer ein geselliges Mädchen mit vielen Freunden. Auch als junge Frau geht sie gerne auf Partys mit ihrem großen Freundeskreis. Ihre beste Freundin ist ihre Cousine Snia, der sie alles anvertraut. Als ihre Cousine nach London zieht, besucht Annie sie regelmäßig dort. Sie mag London. Annie hat mittlerweile Ingenieurwissenschaften studiert und einen gut bezahlten Job im Marketing eines großen Unternehmens in Stockholm bekommen. Mit ihren großen dunklen Augen, dem schönen Gesicht und ihren seidigen Haaren sieht Annie nicht nur aus wie die berühmten Bollywood-Schönheiten. Sie ist auch ein echter Männermagnet. Ihre Eltern geben ihr ihre Freiheiten, wünschen sich aber, dass Annie eines Tages einen Hindu heiraten wird. 2009 wird ihr von ihrer Tante auf einer Party ein junger indischstämmiger Mann vorgestellt. Shreen Devani. Er ist fast 30 und noch unverheiratet. Er sieht gut aus, er ist höflich und zuvorkommend. Er bringt sie zum Lachen und er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Er ist der perfekte Mann für Annie. Wenige Monate nach ihrem ersten Treffen lernt Shreen Annies Familie in Schweden kennen. Zur Begrüßung verbeugt er sich vor ihrer Mutter. Ein Zeichen von großem Respekt. Auch Annies Vater Vinod ist imponiert von Shreen. Er ist Hindu, hat Manieren und Geld. Einen besseren Mann für seine Tochter hätte er sich gar nicht vorstellen können. Außerdem wurden auch Shreens Eltern, ebenso wie die Familie Hindoccia, aus Afrika vertrieben. Sie fassten Fuß in Großbritannien und wurden reich durch Pflegeheime. Shreen, der Großbritanniens elitärste Schulen und Universitäten besuchte, arbeitet mittlerweile im Management des Familienunternehmens. Kurzum kündigt Annie ihren Job in Stockholm und zieht für ihren neuen Freund nach London. Doch das bedeutet nicht, dass sie sich nun öfter sehen. Shreen macht sich rar. Er ist halt ein vielbeschäftigter Manager, redet sich Annie ein. Sex will er nicht. Sex sei für die Ehe bestimmt, sagt er zu ihr. Ihre Schwester und Cousine finden das merkwürdig. Für ihren Vater sei es ein Zeichen des Respekts gewesen. Am 10. Juni 2010 soll die Verlobung der beiden gefeiert werden. Shreen lädt Annie auf eine Tour im Privatjet ein. Sie fliegen nach Paris, essen im Ritz und zum Abschluss des Abends präsentiert der Kellner ihr ihren Diamantring. 25.000 Pfund kostet dieser. Ende Oktober desselben Jahres soll ihre Traumhochzeit in Mumbai stattfinden. Annie kümmert sich allein um die Vorbereitung. Shreen lässt sich fast nie in Mumbai blicken, sondern stellt nur das Geld. 150.000 Pfund kostet die gigantische Traumhochzeit mit 350 Gästen. Am 28. Oktober 2010 beginnt die Hochzeit. Nach hinduistischem Brauch werden die beiden 3 Tage lang vermählt. Annie trägt einen grün-goldenen Sari aus Seide, tanzt und feiert ein rauschendes Fest. Was allerdings nur ihre beste Freundin und Cousine Snia weiß, Annie ist unglücklich. Noch während der Zeremonie schreibt sie ihr: Ich streite so viel mit Shreen, wünschte, ich hätte mich nie verlobt. Ich hasse ihn. Und kurz vor den verhängnisvollen Flitterwochen kündigt sie Snia an: Ich will die Scheidung. Eine Woche nach ihrer Hochzeit überrascht Shreen seine Angetraute. Es geht in die Flitterwoche nach Südafrika. Zwar hätte sie gerne selbst bei der Wahl des Reiseziels mitentschieden, aber endlich hat auch mal Shreen die Initiative übernommen, denkt sich Annie. Am Freitag, den 12. November 2010, kommt das frisch getraute Ehepaar am Flughafen in Kapstadt an. Shreen will allerdings nicht den Shuttle-Service ihres 5-Sterne-Hotels in Anspruch nehmen, sondern spricht stattdessen einen Taxifahrer vor Ort an.
Dieser führt sie in seinen silbernen VW Charan zum Hotel, wo Annie direkt zum Check-in geht. Shreen kommt erst später nach und geht dann nochmal zurück zum Taxifahrer, bevor er seiner Frau aufs Zimmer folgt. Annie will sich an diesem Abend fertig machen fürs Abendessen. Shreen geht derweil zur Wechselstube und tauscht 800 Pfund in Rand um. Als Annies Vater später anruft, sagt sie zu ihm am Telefon: »Papa, ich muss dir so viel erzählen, aber ich erzähle dir alles am Dienstag, wenn ich zurück in England bin.« Was ihn wundert ist, dass Annie nicht nur besorgt klingt, sondern mit ihm auf Schwedisch spricht. Sollte Shreen das Telefonat nicht verstehen? Sie verbringen ihren Abend in einem Restaurant. Auf die Kellnerin, die sie bedient, wirken sie nicht wie ein Honeymoon-Pärchen. Es gibt keine Berührung zwischen ihnen und keine verliebten Blicke. Er lässt sie außerdem einige Minuten allein im Restaurant zurück. Er habe sein Handy vergessen und müsse dieses dringend holen. Um 23.23 Uhr zeichnen die Überwachungskameras des Hotels auf, dass Annie und Shreen ihr Zimmer betreten. Auf den Kameras ist außerdem zu sehen, dass er kurz vor der Tür ihres Hotelzimmers sie anlächelt, während er mit seiner Hand eine Pistole formt und auf Annie zielt. Sie lächelt nicht. Am nächsten Tag will Annie sich am Hotelpool sonnen. Shreen geht erneut Geld wechseln, wo er nochmal 1.500 Dollar tauscht. Mit dem Geld vom Vortag hat er nun bereits 20.000 Rand in bar bei sich. Für den Abend haben sie in einem edlen Restaurant einen Tisch reserviert. Fahren soll sie der gleiche Taxifahrer, der sie bereits am Vortag zum Hotel brachte. Er soll sie 19.30 Uhr abholen, doch er verspätet sich und kommt erst eine halbe Stunde später am Hotel der beiden an. Er fährt das Paar ein bisschen durch die Abendsonne von Kapstadt. Dabei schreibt er SMS und telefoniert auf Afrikaans. Er nimmt außerdem eine Ausfahrt in eines der Townships, bei dem sich nach Einbruch der Dunkelheit keine Touristen mehr hin verirren. Nach einigen Minuten biegt er zurück auf die Autobahn. Das Ehepaar will ihren Abendplan ändern. Sie wollen doch lieber etwas Leichtes zu Abend essen. Sie bitten ihren Fahrer nach einem Tipp. Er schlägt ihnen das Restaurant Surfside vor, mit Blick aufs Wasser. Doch Annie fühlt sich in dem nicht sehr luxuriösen Restaurant in ihrem Abendkleid deplatziert. Deshalb bleiben sie nur knapp eine Stunde. Der Fahrer holt sie wieder ab und fährt mit ihnen Richtung Kapstadt. Bevor sie die Innenstadt erreichen, nimmt er die Abfahrt in eines der gefährlichsten Townships Kapstadt. Annie hätte sich das gewünscht. Sie wolle mal das echte Afrika sehen, wird Shreen später aussagen. An einer Kreuzung tauchen zwei Männer auf, die den Wagen stoppen. Einer stellt sich vor den Wagen, der andere zieht mit einer Pistole auf das Auto. Er übernimmt das Steuer, der Fahrer muss auf den Beifahrersitz rutschen und der zweite Mann steigt mit hinten ein. Sie fahren ziellos durch die Dunkelheit, an den Baracken der Townships vorbei, bis sie den Taxifahrer aus dem Auto werfen. Gegen 23 Uhr meldet er der Polizei, dass er und seine Fahrgäste bedroht wurden und sie noch immer als Geiseln im Auto sind. Währenddessen fahren die Entführer mit ihren Geiseln weiter durch die Nacht. Annie muss in ihren letzten Minuten ihres Lebens unendliche Angst leiden. Shreen hätte die beiden Männer gebeten, 4.000 Rand zu nehmen und ihn und seine Frau gehen zu lassen. Doch das lassen die Entführer nicht zu. Shreen sei daraufhin aus dem Fenster geflüchtet. Mit seiner Frau fahren die Männer weiter. Auch er teilt der Polizei einen ähnlichen Ablauf des Tathergangs mit, wie der Taxifahrer zuvor. Helikopter und Polizeiwagen suchen die Townships ab, in der Hoffnung, den VW Charan mit Annie Devani darin zu finden, doch ohne Erfolg. Shreen wird währenddessen zurück ins Hotel gebracht, wo er seinen Vater anruft, der wiederum Annies Vater die schreckliche Botschaft überbringt. Annie und Shreen sind entführt worden. Sie haben Shreen freigelassen, aber Annie ist noch in der Hand der Kidnapper. Annies Vater Vinod ist außer sich. Kurz danach meldet sich auch Shreen bei ihm. Er schluchzt, weint und entschuldigt sich, dass er nicht auf seine Tochter aufgepasst habe. »Warum sagst du das, Shreen? Sie ist doch noch nicht tot, oder?« entgegnet ihr Vater. Vinod und Prakash Devani, Shreens Vater, wollen direkt am nächsten Morgen selbst nach Kapstadt fliegen. Annies Vater macht Zwischenstopp in Amsterdam. Dort trifft er Shreens Vater, um zusammen nach Südafrika zu fliegen.
Am Amsterdamer Flughafen erreicht die beiden die schreckliche Nachricht. Annie wurde gefunden. Sie ist tot. Vinod bricht zusammen, weint während des gesamten Fluges über. Prakash sitzt neben ihm und schläft. Am Morgen des 14. November 2010 finden die Polizisten den silbernen Charan, nachdem sie die ganze Nacht suchten. Außen ist bereits ein großer Blutfleck. Innen drin liegt Annie, die mit einem Schuss in den Nacken hingerichtet wurde. Vinod trifft seinen Schwiegersohn im Hotel. Weinend legen sie sich erst in den Armen. Danach geht Shreen wieder an seinen Laptop und arbeitet. Vinod ist verwundert, wie schnell Shreen schon wieder arbeiten kann. Schließlich wurde nicht nur seine Frau getötet, er war selbst ein Führungsopfer. Aber vielleicht will er sich auch nur ablenken. Annies Vater will am nächsten Tag unbedingt ein letztes Mal seine verstorbene Tochter sehen. Shreen legt darauf keinen Wert. Am 16. November fliegen Vinod und Vater und Sohn Devani zurück in die Heimat, mit an Bord der Sarg von Annie. Sie haben entschieden, dass Annie nicht in der Heimat ihrer Eltern beerdigt werden soll, sondern in England. Shreen, der trauernde Witwer, hat das beschlossen. Annies Eltern sind nicht in der Position, um Forderungen zu stellen. Auch nicht, als am Abend vor ihrer Einäscherung eine große Pizzaparty veranstaltet, weil seine Frau so gerne Pizza mochte. Annies Eltern finden das pietätlos. Und außerdem, Annie aß doch gar nicht gerne Pizza. Nach der Beerdigung wendet sich Snia, Annies Cousine und beste Freundin, an die Eltern. Ihr sei Shreen nicht geheuer. Er zeigt keine Trauer und ist kühl. Außerdem zeigt sie ihnen die Nachrichten von Annie. Sie wollte vorher die Eltern nicht beunruhigen, dass es große Probleme zwischen dem eigentlich glücklich scheinenden Paar gibt. Während Annies Familie unter ihren schmerzlichen Verlust leidet, ermittelt die Polizei in Kapstadt wegen des Mordes. Und es gibt erste Erfolge. Drei Männer werden verhaftet, die wegen des Mordes verdächtig werden. Außerdem bietet sich ein Kronzeuge der Polizei an. Der leitende Staatsanwalt bittet allerdings auch Annies Vater nach Kapstadt zu kommen. Er müsse ihm etwas erklären. Auch Shreen Devani ist unter Verdacht, den Mord an seiner Tochter beauftragt zu haben. Ein Schock für die Familie, auch wenn der leise Verdacht durch Shreens merkwürdiges Verhalten sie seit Annies Tod nie losgelassen hat. Der Staatsanwalt erklärt Annies Familie, dass die Flitterwochen wohl eine Inszenierung waren. Er machte sich verdächtig, da er immer wieder mit dem Taxifahrer, der die Devanis in Kapstadt umherfuhr, telefonierte. Dieser Fahrer ist der Kronzeuge, der sich an die Polizei gewendet hat und unter der Aussicht auf Strafmilderung ihnen die Wahrheit sagen will. Mit den Aussagen von ihm können die südafrikanischen Ermittler einen neuen Tathergang ermitteln, der Annies Ehemann schwer belastet. Nach den Ermittlungen und Aussagen des Kronzeugens liefen Annies letzte Tage folgendermaßen ab. Der Taxifahrer, der die beiden durch Kapstadt fuhr, heißt Zola Tongo. Nachdem er das Ehepaar zu ihrem Hotel gefahren hat, spricht Shreen ihn auf den Parkplatz an. Sie reden 9 Minuten, in denen seine Frau eincheckt. Danach betritt Shreen das Hotel, so wie es auch die Überwachungskameras aufzeichnen. Zola sagt, Devani hätte ihm gesagt, er wolle jemanden aus dem Weg schaffen. Er würde dafür 15.000 Rand, umgerechnet 1.600 Euro, bezahlen. Shreen sagt über das Gespräch in seiner Vernehmung aus, dass er mit Zola wegen Ausflügen in Kapstadt sprach. Er wollte seine Frau mit einem Helikopterflug überraschen. Um 17.42 Uhr, am 12. November 2010, ruft Zola einen Bekannten an, der am Empfang des Hotels der Devanis arbeitet. Er heißt Monde Mbolombo. Zola habe Monde über Shreens Angebot informiert. Monde gibt an, dass er jemanden in den Townships kenne, der solche Jobs erledige. Monde bestätigt bei der Befragung der Polizei die Aussage von Zola. Überwachungskameras des Hotels nehmen auch dieses Gespräch der beiden auf. Knapp 20 Minuten später ruft der Hotelmitarbeiter von seinem Handy eine Nummer an. Es ist der 26-jährige Mzima Maduda Kwabe, der in den Townships lebt. Er ist der Mann, von dem er Zola vorher berichtet. In den nächsten 2 Stunden besprechen sich die Männer mehrmals am Telefon. Mzima Maduda Kwabe ruft in der Zwischenzeit seinen Freund Xolile Mgeni an. Auch er lebt im Kapstadter Ghetto. Sie wollen den Job gemeinsam durchziehen.
Der Pfarrer Zola soll als Kontaktmann zu den Devanis fungieren. Mbolo Mobo ist der Strippenzieher hinter der Aktion und der Mittelsmann zu den beiden Verbrechern, die die Devanis überfallen sollen. Am 12. November 2010 telefoniert Shreen erneut mit Zola um 21.27 Uhr. Es ist die Zeit, während der Annie anlügt, er hätte sein Handy im Hotel vergessen. Zola informiert ihn, dass der Deal stattfinden könne. Shreen verspricht ihm 5.000 Rand, den Mördern 15.000 Rand. Shreen behauptet hingegen, Zola hätte ihn darüber informiert, dass der Helikopterflug für 15.000 Rand stattfinden würde. Am nächsten Tag, den 13. November, treffen sich Zola und Devani am Hotel. Shreen sagt, weil er ihm Geld wechselte. Zola hingegen, dass Shreen ihn bat, an diesem Tag den Mord durchzuführen. Am Abend wollen sie mit Zola losfahren. Es soll ein Kidnapping inszeniert werden, bei dem Annie getötet wird. Am Abend des 13. November verspätet sich Zola. Um 20.03 Uhr steigen die Devanis in seinen Charan ein. Bei der Hinfahrt zum Restaurant biegt Zola bereits einmal in die Townships ein. Doch die beiden Kidnapper sind nicht vor Ort, weil sich Zola verspätet hat. Nur 22 Minuten, nachdem der Fahrer das Paar am Restaurant ablieferte, ruft ihn Shreen erneut an. Er ist stinksauer, dass es beim Hinweg nicht geklappt hat. Auf dem Rückweg muss der Job erledigt werden. Und so soll es passieren. Auf dem Rückweg, bei dem Annie angeblich das echte Afrika sehen wollte, konnten Mzima Madoda und Solele das Fahrzeug stoppen und alles läuft so, wie Shreen es in Auftrag gegeben hat. Am 16. November, dem Tag der Abreise, zeichnen die Überwachungsvideos auf, wie Zola um 13.40 Uhr das Hotel betritt. Er folgt Devani in den Internetraum, in dem keine Kameras sind. Dort gibt er ihm in einer Plastiktüte das Geld. 1.000 Rand, 4.000 weniger, als ihm eigentlich zugesichert wurde. Shreen sagt im Polizeiverhör aus, dass es sich dabei um das Geld für die Fahrten handelte, Zola hingegen, dass es die Bezahlung für den Auftragsmord sei. Alle Überwachungskameras, die Protokolle der Anrufe und die Aussagen der Täter stimmen mit der Version überein, die ihn Zola präsentiert. Nur Shreen streitet alles ab. Zwischen Annies Familie und den Devanis herrscht nun eisige Feindschaft. Sie sind von der Schuld ihres Schwiegersohns überzeugt und streben eine Verurteilung von Shreen Devani an. Es sollte ihm ein Mord untergejubelt werden, weil die Polizisten das Image von Südafrika als Urlaubsland gefährdet sahen. In den Medien wird viel über den Fall berichtet. Die Tourismusbranche meldet seit dem Vorfall einen sofortigen Rückgang der Buchungen. Ebenfalls besteht die Angst, dass die gute Presse, die Südafrika nach der WM 2010 im eigenen Land erfahren durfte, nach diesem Vorfall wieder zunichte gemacht wird. Zola Tongo, der Fahrer, wird zu einer 18-jährigen Haftstrafe verurteilt. In diesem Jahr könnte er auf Bewährung freikommen. Monde Mbolombo, der Mittelsmann und Hotelmitarbeiter, wird Immunität versprochen, da er zusagte, die Hintergründe der Tat auszupacken. Außerdem war er nicht direkt an der Tat beteiligt. Mzima Madoda Kwabe kann ab 2027 auf eine frühzeitige Entlassung hoffen. Nuxolile ließ sich nicht auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Er sagte als einziger aus, dass der Mord im Affekt passierte. Es war nur ein Überfall geplant. In Auftrag gegeben von Shreen Devani. Wer von den beiden, Mzima Madoda oder Xolile, Annie den tödlichen Schuss gab, ist bis heute ungeklärt. Kurz nach seinem Einzug ins Gefängnis verstirbt Xolile an einem Hirntumor. Der Letzte ist Shreen Devani. Sowohl Großbritannien als auch Südafrika ermitteln gegen ihn. Später wird er auch vom südafrikanischen Gericht angeklagt und die Auslieferung von ihm beantragt. Er stellt sich der Polizei in Bristol. Dort beteuert er, unschuldig gewesen zu sein, und mit einer Kaution von $25.000 ist er erstmal wieder ein freier Mann. Die Presse stürzt sich auf ihn und erteilt die Meinung der Menschen. War Shreen Devani der Millionär, der seine Frau töten ließ? Oder ist er der reiche Geschäftsmann, dem die südafrikanische Regierung einen Mord unterjubeln will? Mittlerweile ist der Mord nicht nur mehr ein Gerichtsverfahren. Er ist Politik. Er wird im britischen Innenministerium diskutiert und die diplomatischen Beziehungen zwischen Südafrika und England geraten ins Wanken.
Mit der beantragten Auslieferung von Srinivani gerät ein jahrelanger Rechtsstreit ins Rollen. Trotz des Auslieferungsabkommens zwischen Großbritannien und Südafrika. Die britischen Gerichte weisen trotzdem die Anträge ab, Devani nach Südafrika auszuliefern. Für sie sei es unzumutbar, dass ein britischer Bürger in Südafrika möglicherweise in Haft kommen könnte. Außerdem sei die Beweislage zu dünn. Südafrika unterstellt hingegen den britischen Gerichten, dass sie einen reichen Unternehmerssohn schützen wollen, sie vielleicht sogar geschmiert werden. Während Srinivani bei den Anhörungen nicht teilnimmt und lediglich seinen Anwalt sprechen lässt, fliegt Anidevanis Vater Vinod zu jeder Anhörung nach England. Er will Antworten auf seine Fragen, vor allem, warum seine Tochter sterben musste. Ein Motiv hat die britischen Ermittler schnell gefunden, denn ein Zeuge meldet sich bei ihnen. Devanis Pressesprecher versucht die Veröffentlichung des Zeugens zu verhindern, doch es misslingt ihm. Es hat sich ein Callboy gemeldet. Der deutsche Leopold Leiser lebt bereits seit einigen Jahren in England. Unter dem Pseudonym The German Master können reiche, schwule Briten seine SM-Dienste in Anspruch nehmen. Leiser sagt aus, er hätte Devani bereits Jahre zuvor in einem Londoner SM-Club kennengelernt. Seitdem hätte er seine Dienste regelmäßig gebucht, über die Seite Gaydar. Srinivani habe ihm außerdem über die Jahre auch private Dinge anvertraut. Er erzählte ihm von seiner Hochzeit mit einer Frau und dass er sich irgendwie daraus befreien müsse. Kurz darauf meldet sich ein Beamter bei der Polizei. Auch er hatte eine Affäre mit Devani. Lag das Motiv also darin, dass Srinivani lediglich nicht zu seiner Sexualität stand und um das geheim zu halten, sogar billigte, seine Frau Annie ermorden zu lassen? Im April 2014 entscheidet der High Court in London, dass Srinivani ausgeliefert werden muss. Er wird mit einem Privatjet nach Kapstadt gebracht, wo am 6. Oktober die Verhandlung beginnt. Auch vor Gericht hält sich Devani mit seinen Aussagen zurück. Stattdessen lässt er abermals seinen Anwalt sprechen. Er muss auch seine knappe Erklärung vor Gericht verlesen. Er ist bisexuell. Er hat den German Master gebucht. Er hat seine Frau nicht umbringen lassen. Die Staatsanwaltschaft lässt einen Mitarbeiter der Website Gaydar vor Gericht aussagen. Dort sei Shreen seit 2004 angemeldet, unter dem Pseudonym Asian Subguy. Laut Profil sei er ein Single Gay Man, der sich noch nicht geoutet hat. Außerdem konnte der Website-Mitarbeiter durch die Einlogdaten bestätigen, dass sich Devani einen Tag vor und einen Tag nach dem Mord an Annie Devani auf der Website befand. Auch der German Master Leopold Leiser hatte ausgesagt, dass Devani mit seinem Coming-out ringt. Er legt die Staatsanwaltschaft Mails vor, in denen Shreen dem Callboy schreibt, dass er Angst hätte, dass seine Familie ihn verstoßen würde. Für Annies Familie ergibt nun alles Sinn. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Tochter das Geheimnis ihres Mannes entdeckt hat. Der Anruf, als sie in Südafrika ankam, bei dem sie absichtlich Schwedisch sprach und sagte, sie müsse ihnen unbedingt was erzählen. Auch dass Shreen Sex mit ihr ablehnte und die Nachrichten, die Snia von Annie erhielt, dass sie so unglücklich ist. Musste sie also sterben, weil sie hinter das Geheimnis ihres Mannes kam. Die Familie fiebert dem Tag der Gerichtsverhandlung hin. Der Tag, an dem sich Srinivani endlich den Fragen der Staatsanwaltschaft stellen muss. Doch dieser Tag kommt nicht. Die Richterin lehnt eine Befragung des Angeklagten ab. Er müsse sich nicht zu seiner Sexualität und seinen Eheproblemen äußern. Außerdem empfindet die vorsitzende Richterin, dass die Aussage von Zolas voller Widersprüche, Lügen und Unstimmigkeiten seien, sodass seine Darstellung des Geschehens nicht berücksichtigt wird. Für die vorherige Verurteilung der vier südafrikanischen Täter reicht sie allerdings aus. Das Verfahren wird damit eingestellt und Devani freigesprochen, ohne dass er sich ein einziges Mal zu den Vorwürfen äußern musste. Anderthalb Jahre nach dem Prozess wird Leopold Leiser, einer der Zeugen, die Devani belastet hatte, erhängt in seiner Wohnung aufgefunden. Laut Polizeiberichten litt er stark unter der medialen Aufmerksamkeit, die der Fall nach sich zog. Srinivani meidet seit seinem Freispruch die Öffentlichkeit. Bei der Familie von Annie hat er sich nie mehr gemeldet. Nur eine Information ist seitdem an die Öffentlichkeit gesickert. Shreen lebt mittlerweile in einer Beziehung mit einem Mann. Für ihre Eltern ist die Einstellung des Prozesses ein harter Schlag. Sie haben so gehofft, dass Shreen eines Tages doch zu reden beginnen wird.
Bis heute warten sie vergebens auf den Tag. Für die Öffentlichkeit und Anis Eltern ist die Entscheidung des Gerichts ein Schock. Viele munkeln, dass sich die Diwanis freikauften, sprechen von Korruption in der Richterschaft. Anis Eltern sind davon überzeugt, dass die Richterin bestochen wurde. Sie haben mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass Shreen Diwani doch noch zu reden beginnt und ihnen die Fragen beantwortet, die sie seit jeher stellen. Warum musste ihre Tochter in dieser Nacht in Kapstadt sterben?